Das stellt eine sehr gute Frage. Er sagt, meine Eltern sind nicht Muslime. Darf ich sie trotzdem lieben? Möge Allah Azzawajal erstmal deine Eltern recht leiten. Wie ist das mit der Liebe zu Eltern, die keine Muslime sind? Das ist eine Art von Liebe, die ist hier ausgeklammert, Akhil Karim. Das heißt, Hub al-Jibilli, das ist die natürliche Liebe. Die hat jedes Kind zu seiner Mutter. Richtig? Liebst du deine Eltern? Alhamdulillah. Und so sollst du sie auch weiter lieben. Möge Allah sie recht leiten. So. Das heißt, diese Liebe ist nicht in deinem Kontrollbereich. Aber ob du Lewandowski liebst, Allah, ich krieg seinen Namen nicht. Das ist deine Entscheidung. Hier entscheidest du und dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Der Beweis dafür, damit wir dir einen Beweis liefern, der Onkel vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hieß Abu Talib. Abu Talib. Dieser Abu Talib hat ihn verteidigt gegen alle Leute. Aber er hat nicht den Islam angenommen. Aber er hat seinen Neffen geliebt und ihn verteidigt gegen alle und hat sogar dafür Schaden in Kauf genommen. Aber wie gesagt, er hat nicht den Islam angenommen. Und als es soweit war und der Prophet sallallahu alaihi wasallam versucht hat, ihn zum Islam zu bringen, denn Abu Talib wusste ganz genau, er schrieb in eines seiner Gedichte, und ich weiß, dass der Islam die absolut wahre Religion ist und dass sie die beste aller Religionen ist. Aber ich wollte nicht von den Qurayshiten, von den Götzendienern kritisiert werden. Schaut mal, subhanallah, er kannte die Wahrheit, aber er hat ihr nicht gefolgt. Als er gestorben ist, ohne dass er rechtgeleitet wurde, hat Allah eine Ayah herabgesandt, ein Vers aus dem Koran, wo Allah Azza wa Jal sagt, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَى. Du kannst nicht den Recht leiten, den du liebst. Schau mal, den du liebst. Abu Talib war Muslim oder kein Muslim? Und die Tafsir-Gelehrten sind sich eigentlich alle einig, manche reden vom Ijma, dass in dieser Ayah Abu Talib gemeint ist. Du kannst nicht den Recht leiten, den du liebst, aber Allah leitet Recht, wen er will. Und hier hat Allah bestätigt, dass er ihn liebt. Aber das ist was für eine Liebe. Natürlich, ihr solltet wissen, Abu Talib hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam großgezogen. Überlegt mal, auch ein Kind, der seinen echten Vater verloren hat, und dann bekommt er einen Stiefvater und das Kind ist vielleicht noch 3, 4 Jahre. Wird er seinen Stiefvater lieben oder nicht? Natürlich. Weil er behandelt ihn wie seinen eigenen Vater. Und schau mal, subhanallah, diese Liebe hat der Islam nicht verboten. Aber welche Liebe nochmal? Eine Liebe, die du verbinden musst mit der Liebe zu Allah. Schauspieler, Sänger, Fußballspieler und so weiter und so fort. والله تعالى أعلى وأعلم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.